Einen schönen guten Morgen aus dem Archäologischen Landesmuseum. Ja, wir freuen uns, dass wir heute noch die Gelegenheit haben, euch unsere aktuelle Sonderausstellung verknüpft und zugenäht zeigen zu können, weil Corona-bedingt war das leider ein ganz kurzes Intermezzo von 22 Tagen. Das heißt, die wird jetzt demnächst abgebaut und kommt dann in ein anderes Museum. Da habt ihr dann auch wieder eine Gelegenheit. Aber bei uns ist leider das Haus jetzt zu. Das heißt, wir nutzen heute die Gelegenheit, euch virtuell durchzuführen. Ja, atmungsaktive und thermoregulierende Textilien kennen wir heute, aber es sind keine Errungenschaften der Neuzeit. Gab es schon früher. Und diese Alleskönner der Steinzeit wird euch meine Kollegin, die Frau Dr. Susanne Rau, die auch schon hier irgendwo im Hintergrund auf euch wartet, wird euch jetzt die Ausstellung und ihre Highlights näher bringen und euch diese Alleskönner zeigen. Wenn ihr Fragen habt oder gerne noch mal irgendwo länger verweilen möchtet oder näher hinschauen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde es an Sie übergeben. Viel Spaß! Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Und man muss zwar sagen, dass es in der Corona-Zeit sicherlich schlimmere Dinge gibt als nicht gesehene Ausstellungen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für die ganzen Beteiligten, die diese Ausstellung mitgemacht haben, doch etwas frustrierend. Und deswegen wollen wir mit dieser Führung jetzt einfach auch nochmal diese Arbeit würdigen, die dort gemacht worden ist. Nämlich nicht nur von uns, sondern von einigen anderen, die ich gleich noch nennen werde. Wir müssen hier ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Und zwar 2011 war es soweit, dass die Pfahlbauten zum Welterbe der UNESCO ernannt worden sind. Das war dann der Anlass dafür, dass wir, das Archäologische Landesmuseum, eine große Landesausstellung gemacht haben, 4000 Jahre Pfahlbau. Die Ausstellung war in Schussenried und als wir uns überlegt haben, welche Objekte wir da ausstellen wollen und nochmal in die Archive gegangen sind, um die Funde zu sichten, hat man halt festgestellt, es gibt mittlerweile über 2500 textile Objekte aus der Steinzeit. Und es war einfach klar, dass die gar nicht genügend gewürdigt worden sind. Und es gab dann ein Forschungsprojekt, was gefördert wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Namen TEFBO. Und das kann ich mir nicht merken, deswegen muss ich es gerade ablesen. Das Projekt heißt, also wenn man das auflöst, die kulturhistorische Bedeutung des Textilhandwerkes der prähistorischen Feuchtbodensiedlungen am Bodensee und Oberschwab. Im Kontext von Anforderungen an textile Objekte und ihre Wahrnehmung. Also wir kürzen das jetzt mal ab mit TEFBO. In diesem TEFBO-Projekt sind fünf Partner beteiligt. Und zwar einmal die Textilarchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Da merkt man schon, es gibt extra eine Abteilung für Textilarchäologie. Wir werden nachher sehen, diese Dinge sind zum Teil recht kompliziert. Auch für normale Archäologen manchmal nicht ganz schnell zu durchblicken und deswegen braucht man da wirklich Fachleute, die sich mit der Auswertung dieser Dinge beschäftigen. Dann natürlich wir, das Archäologische Landesmuseum, mit unserem zweiten Museum, dem Federseemuseum in Bad Buchau, wo diese Ausstellung auch danach hierher kommt. Ab Mitte Mai wird die dort gezeigt werden. Dann noch die Forschungsstelle Textil des Kurt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie, das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Nürnberg. Und die Ausstellung selber hier konzipiert, entwickelt, die Texte geschrieben, die Abbildungen rausgesucht, hat die Professur für Museologie der Universität Würzburg. Also das sind die Beteiligten an diesem TEFBO-Projekt und wobei man sagen muss, dass das hier nur ein Zwischenergebnis ist. Das TEFBO-Projekt mit der Erforschung der einzelnen Objekte, also dieser 2500 Objekte, läuft noch weiter und wird auch jetzt erst komplett ausgewertet werden. Das heißt, die wissenschaftlichen Ergebnisse sind zum Teil noch nicht vorgelegt, sondern da wird es dann Publikationen geben, wo man dann die Ergebnisse in den nächsten Jahren dann genau nachlesen kann. Also das ist etwas jetzt die längere Vorbemerkung und ich schlage mal vor, Steffi, wir gehen jetzt mal rein.
Ich muss gleich mal noch vorne wegschicken. Wir haben heute wieder ein bisschen ein Datenübertragungsproblem. Also ich hoffe, wir haben eine konstante Übertragungsqualität. Also sonst nicht wundern, wenn es mal zwischendurch kurz abbricht. Also vorweg, die Leute haben heute wahrscheinlich eine andere Vorstellung von dem Begriff Textilien. Der Begriff Textilien hier ist etwas weiter gefasst. Also es geht weniger um Kleidungsstücke, da haben wir nämlich gar nicht so viele, sondern gemeint sind auch Funktionstextilien. Aber die zeige ich nachher alle, was darunter gemeint ist. Noch kurz einmal zum UNESCO-Welterbe. Was ist das eigentlich? Viele denken ja immer, das Fallbaumuseum unter Ulding. Das gehört natürlich nicht zum UNESCO-Welterbe, sondern gemeint sind damit 111 Fundstellen von prähistorischen Siedlungen rund um die Alpen. Wir schauen mal gerade auf die Karte. Vielleicht kann man das sehen. Jeder Fundpunkt hier ist UNESCO-Welterbe. Und wir sehen die roten, das ist das deutsche Welterbe. 15 Fundstellen davon in Baden-Württemberg, 3 in Bayern. Die Fundstelle, die wir heute hier am meisten vertreten haben mit den Objekten, ist hier Nummer 2. Das ist die Siedlungsstelle von Hornstadt-Hörle. Hier sehen wir mal eine Rekonstruktion. Diese Fundstelle wird datiert ungefähr ins Jahr 3900 vor Christus, stand ungefähr 15 Jahre lang und ist dann, zum Glück für die Archäologen, komplett abgebrannt. Und diese Tatsache ist halt auch ein Grund, warum wir sehr viele erhaltene Objekte noch haben. Durch das Verkohlen erhält sich das. Also nochmal zur zeitlichen Einordnung dieser Pfahlbaustationen. Wir bewegen uns hier einmal in der Zeit von ungefähr 4200 bis ungefähr ins Jahr 720 vor Christus. Dieser Zeitraum wird von den Pfahlbauten abgedeckt, wobei es immer auch wieder Lücken dazwischen gab. Zum Teil jahrhundertelange Lücken, und wir können eben verschiedene Kulturen fassen. Und das Spannende eben ist auch, normalerweise Steinzeit, der Name sagt das ja schon, erhält sich in normalen steinzeitlichen Siedlungen Objekte aus Stein, wie der Name schon sagt, Keramik, wenn es gut läuft, ganz bisschen textile Funde, also organisches Material. Aber die Pfahlbaufunde sind halt, weil die Objekte unter Wasser liegen, durch den Sauerstoffabschluss konserviert worden. Und wir haben hier ein komplett anderes Spektrum an Funden, als wir es bei Nicht-Feuchtbodenfunden haben. Und das macht einfach diese Wertigkeit und eben auch das Welterbe eben aus. Wobei man sagen muss, die Funde, die wir hier haben, stammen aus dem Welterbe, sind aber selber kein Welterbe, sondern Welterbestätte-Status haben eben nur die Originalfundstellen unter Wasser, die man halt leider nicht sehen kann. Falls Sie jetzt motiviert sind und sagen, ach, im See ist gerade nicht viel Wasser, wir gucken mal, ob wir nicht was finden und rumgehen. Weil so fing es nämlich sogar an, vor ungefähr 200 Jahren, das sogenannte Pfahlbaufieber, dass die Menschen gemerkt haben, da sind Objekte aus älteren Zeiten. Und das Problem ist einfach, wenn man das, was man findet, Holz oder Ähnliches, nicht konserviert und nicht richtig aufbewahrt, passiert das, was man hier sehr schön sehen kann. Hier sieht man Holz so, wie es sein soll. Und wenn man das unsachgemäß trocknen lässt, dann passiert es, dass in ganz kurzer Zeit die Struktur des Holzes einbricht und das ganze Objekt sofort oder in ganz kurzer Zeit, wenigen Stunden, komplett vergeht. Es gibt verschiedene Methoden mittlerweile, wie man diese Holzobjekte konserviert. In der Regel wird eine Art Wachs in diese Zellen getan, was das Wasser dann ersetzen wird. Das ist Polyethylenglykol. Danach wird es dann gefriergetrocknet und so werden die Dinge ja sehr lange und sehr gut konserviert. Ja? So, wir gehen mal zu unserer ersten Vitrine. Ja, und hier sieht man leider schon so ein bisschen das Problem, was wir bei diesen steinzeitlichen Textilfunden haben. Auf dem ersten Blick fragt man sich, oh, was ist das denn? Man sieht eigentlich nur viel Schwarz und man muss wirklich sehr genau hinschauen, um Strukturen zu erkennen. Jetzt geht es wieder weiter. Es ist eigentlich nicht selbsterklärend, sondern man braucht halt wirklich eine Erklärung zu diesen Objekten, weil man sich fragt, was kann das denn sein? Was wir hier haben, ist das Material, aus dem die meisten dieser gefundenen Textilobjekte stammen, nämlich Gehölzbast.
In der Regel hat man Bast von der Linde genommen, die eignete sich wohl am besten. Es gibt aber auch Eichenbast, Fichtenbast oder Weidenbast. Also das wurde auch genommen, aber hauptsächlich hat man eben Linde benutzt. Die Studenten hier im TEFPRO-Projekt haben selber mal einmal versucht, diesen Prozess nachzuempfinden, wie man nämlich Lindenbast gewinnt mit einer Linde. Und die haben relativ gestaunt, dass das doch gar nicht so einfach ist. Ein Prozess, der doch aufwendig ist. Man muss es wässern und wieder austauschen. Es dauert eine Weile. Und es ist auch so, dass bestimmte Objekte aus bestimmten Lindenbast, der eben besonders hergestellt worden ist, gewonnen wird. Also man hat wirklich in der Steinzeit sehr genau das Material ausgesucht und behandelt für die Objekte, für die es dann verwendet wurde. Also man ist nicht einfach losgezogen, sondern man hat wirklich ganz gezielt das Material ausgesucht. Und man muss dann wirklich sagen, das ist eine vergessene Kulturtechnik mittlerweile. Ja. Also gesagt, das ist das meiste Material, was wir finden, ist Baumbast. Etwas seltener oder sehr viel seltener finden sich aber auch Objekte aus Leinfasern. Hier haben wir einmal einen Strang von diesem Rohmaterial auf der einen Seite. So sah das ungefähr aus. Ja. So, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Unser WLAN hier in der Ecke ist leider etwas schwach auf der Brust. Und hier sehen wir mal eines der wenigen Leinenobjekte. Ein kleiner Beutel aus gerafftem Gewebe. Also nochmal, es ist ein kleiner Beutel aus gerafftem Gewebe in Leinwandbindung, auch aus der Siedlung Hornstadt-Hörnle. Und man sieht einfach, dass es hier verkohlt ist und deswegen hat es sich nur erhalten. Das heißt, wenn es jetzt im Wasser ist, erhält es sich nicht. Es muss verkohlt sein. Deswegen sind die Funde aus Leinen relativ selten in den Pfahlbausiedlungen. Ich glaube, wir bewegen uns mal ganz schnell aus dieser schlechten Ecke weg. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich dieses Textil, was hier auch hier ist. Also dieses Textil, was wir leider nur in der Abbildung haben als Original, das ist quasi der Porsche unter den Steinzeit- bzw. Bronzezeit-Textilien. Aber das ist so wichtig, dass ich es gerne hier zeigen möchte. Das ist ein Gewebe aus dem Pfäffikersee in Pfäffikon-Irgenhausen und wird datiert in die Bronzezeit, in die frühe bis mittlere Bronzezeit. Und es hat auch eine recht spannende Fundgeschichte, weil es wurde im 19. Jahrhundert gefunden. Da war eben gerade dieses Pfahlbaufieber und alle wollten jetzt eben Objekte aus den Pfahlbauten haben. Und so wurde es zerschnitten und in die ganze Welt verkauft. Also so gibt es jetzt Teile zum Beispiel im Museum in Zürich, in London oder auch in New York. Wir haben ja eine Rekonstruktion dieses Gewebes hier an der Wand. Und eine Weberin von heute, die Frau Igel, hat das mal nachgewebt und es hat sich herausgestellt, dass erst dachte man, diese Motive wurden draufgestickt, aber diese Schmuckfäden wurden während des Webens mit in das Gewebe hineingewebt. Also eine extrem komplizierte, hochstehende Webart schon am Anfang der Bronzezeit. Was die Farbigkeit betrifft, ist es ein bisschen geraten. Wir wissen, aus den Pfahlbausiedlungen gibt es Funde von Färbepflanzen. Zum Beispiel hier Färbeproben sieht man mit Färberweid und Färberwau und Färberkrab. Das ist also im Prinzip das Farbspektrum, das mit diesen drei Farben möglich war. Und die Frau Igel hat sich jetzt für Rot und Gelb entschieden. Okay. Die eigentliche Farbigkeit können wir aber nicht mehr rausfinden, aufgrund der langen Lagerung. Aber es bringt, glaube ich, einen ganz schönen Eindruck, dass das, was wir heute eben als schwarze Klumpen sehen, früher so ausgesehen hat. So, wir gehen jetzt mal hier aus dieser Ecke raus. Können wir hier nochmal kurz drauf schauen? Man sieht, das wurde alles vor Corona geplant. Wir haben hier noch eine Tasse. Jetzt. Hier sieht man einmal noch das Leinen und Wolle. Okay. Ja, also noch kurz, da in der Ecke ist hier unser Hot, wie sagt man, unser Kühlstation vor Corona. Also die verschiedenen Materialien zum Anschauen. Genau. Also. Tut uns leid, WLAN funktioniert leider in diesem alten Gebäude nicht immer hundertprozentig gut. Ganz wichtig, erstmal auch wieder sehr unscheinbar, aber wenn man weiß, was man damit alles machen kann, merkt man einfach doch, wie wichtig das war, ist einfach mal das Thema Schnüre. Ja? Also in einer Zeit ohne Nägel, wie befestige ich da Sachen, wie fixiere ich Sachen mit Schnüren? Hier haben wir mal ein Best-of-Schnüre, dass man mal sieht, welche Variationen es da gab.
eine sehr schmale gezwirnte Schnur, natürlich eine etwas dickere. Hier sieht man sehr schön, dass jemand die Schnur sich um die Hand gewickelt hat. Also hier spricht quasi der Mensch noch, der das gemacht hat, fast zu einem. Oder auch hier, so ähnlich sieht es ja bei uns heute auch noch aus, auf ein kleines Holzchen wurde diese Schnur aufgerollt. Diese Schnüre sind in der Regel aus Bast und waren eben multifunktionell einsetzbar. Und ich zeige gleich mal, welche Möglichkeiten es für diese Schnüre gab, also wofür man die benutzt hat. Hier sehen wir mal sehr schön eine Rekonstruktion des Ötzi-Beils und auch hier zur Fixierung der Klinge im Holm wurde die Schnur einfach darum gelegt. Wenn wir uns mal Originalfunde anschauen, sehen wir auch hier ein spannendes Stück, zum Beispiel diesen Feuerschläger. Normalerweise findet man ja nur vorne das Objekt, die Klinge aus Feuerstein und nicht die Hand, den Handgriff. Und man sieht, der Handgriff wurde mit Schnüren umwickelt, zum einen um ihn auch zu fixieren, aber auch bei diesem Objekt kann man das sehen, da vorne, um das Handling griffiger zu machen, also dass man hier nicht abrutscht von diesen doch glatten Gerätschaften. Also im Prinzip, ja, wenn man Tennis spielt, hat man ja seinen Tennisgriff auch mit was umwickelt und das sieht man einfach hier, dass die Schnüre eben dieses gemacht haben. Und wir sind jetzt hier in Oberschwaben, also am Degersee, und das ist ein kleiner Reisigbesen und hier wurden die einzelnen Reisigelemente mit Schnüren zusammengefügt, dass man seine Fahrbauhütte auch schön sauber gemacht hat. Diese Geräte sind wohl Geräte, um den Lindenbast zu hecheln. Das heißt, der wurde damit gekämmt, ausgekämmt, dass die Fasern schön in eine Richtung waren. Und auch da sieht man, dass diese Hecheln mit Schnüren fixiert waren. Also ohne Schnur, keine Steinzeit. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir ja nochmal das... Ja. Das ist ein ganz spannendes Foto mit einer bestimmten Technik aufgenommen. Man hat das Gefühl, je näher man ranzoomt und herankommt, desto besser sieht man die Details. So groß ist es natürlich in echt nicht. Das ist etwa 20 x 10 cm groß im Original. Genau. Wir gehen vielleicht erstmal hier hin. In die Abteilung Netze. Und man kann hier an diesem Fund, wo man oft auch, das ist genau, was ich meine, man muss es ein bisschen erklärt kriegen und wenn es dann einem jemand erklärt, dann sieht man, ah ja klar, jetzt weiß ich es auch. Wir sehen hier einmal dieses etwas hellere, ist das Rahmenkonstrukt von dem Netz, dem Fischernetz, und das ist aus Lindenbast gefertigt. Und hier dieses schwarze, dort sehen wir das Netz aus Leinfasern, was im Prinzip der Teil ist, wo die Fische mitgefangen worden sind. Die Netze wurden senkrecht ins Wasser gestellt, oben anhand von Schwimmern an der Wasseroberfläche fixiert aus Holz. Und damit ein Gewicht nach unten war, hat man hier am Bodensee flache Steine genommen, am Federsee hat man Keramik dafür genommen. Man nennt diese Netze auch Kiemennetze, die sind mit einer bestimmten Technik geknotet worden, dass sich die Knoten nicht mehr lösen können und die Fische haben sich dort mit den Kiemen quasi verhakt. Dass diese Techniken der Netze heute auch noch angewendet werden, kann man zum Beispiel hier sehen, an unserem Einkaufsnetz, was man bei uns im Shop übrigens erwerben kann. Das ist im Prinzip noch heute genau die gleiche Technik wie aus dem Jahre 3900 vor Christus. Nicht alle Netze waren zwangsläufig zum Fischfang bedacht, wie man ja eben auch in unserem Einkaufsbeutel sehen kann. Möglicherweise hat man dort auch Vögel mitgefangen oder eben Dinge mittransportiert oder andere Sachen mitgemacht. Die Netze bestehen, wie gesagt, Faust, die wir gefunden haben, in der Regel aus Leinen, weil das einfach feiner ist und besser zu verarbeiten in dem Fall. So, jetzt habe ich mich hier verhüllt. So. Wir haben hier zwischendrin noch eine Frage. Ja. Wie sieht es mit Textilien aus Brennnessel aus? Gab es wohl auch aus Nessel, aber wir haben hier keine ausgestellt. Also man vermutet wirklich, es gab welche. Ich habe jetzt allerdings selber keinen
Fund, den ich jetzt hier sofort nennen kann. Ich meine aber, dass es dies auch gab, dieses Stoff. Nochmal kurz einmal hier zu den Netzen. Hier sieht man nochmal das Prinzip. Also das Netz wurde so ins Wasser gehängt. Hier unten sieht man die Steine und die Fische sind dann halt rein und haben sich dort verheddert. Genau. Auch bei den Netzen gibt es verschiedene Varianten, wie die geknotet sind, aber das ist wirklich sehr speziell, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das muss jemand erklären, der auch selber Fischer ist, der kann das wahrscheinlich besser. So. Was ich vorhin meinte, Textilien, der Begriff ist hier etwas weit gefasst. Das sieht man an diesen Objekten, das sind nämlich Rindengefäße. Rinde, Gefäße, Textilien. Das hat einfach damit zu tun, dass man die eben auch mit Bast zusammengehalten hat. Was wir hier sehen, ist eine moderne Rekonstruktion aus Birkenrinde. Der äußere Teil der Birke, den wir also sehen, wenn wir den Baum anschauen, ist innen, weil das der Teil ist, der eben wasserundurchlässig ist. Und hier haben wir mal eins von diesen Rindengefäßen, was eben wahrscheinlich auch aus Lindenrinde gemacht worden ist. Und auch da ist es so, bei den alten Gefäßen ist der äußere Teil der Rinde nach innen. Und man hat die mit Bast vernäht und auch noch kleine Äste dort in die Verbindungsteile mit eingearbeitet, so dass man es schaffte, dass diese Gefäße wasserdicht waren. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig und wenn man sich vorstellt, die Leute hatten zwar Keramik, aber Keramik ist schon sehr unhandlich, geht kaputt, ist schwer und diese Gefäße sind natürlich recht leicht. Was man nicht weiß, ob man da auch sagen wir mal heiße Speisen oder irgendwas zubereitet hat, also das versucht man mittlerweile eben auch in diesem TEFPRO-Projekt herauszufinden, was man mit diesen Schalen genau gemacht hat, weil es gibt tatsächlich Rindengefäße, wo auch noch Anhaftungen drin sind von Nahrungsresten und das wird eben in dem TEFPRO-Projekt jetzt auch noch analysiert, um diese Gefäße besser verstehen zu können. Die Frau Johanna Bank-Burgess, die die Textilarchäologin hier vom Landesdenkmalamt ist, war ganz begeistert, weil, wie gesagt, die Rindenart war lange Zeit unbekannt. Man dachte auch immer, das sind Gefäße aus Birke, weil der Ötzi hat zum Beispiel auch ein Birkengefäß dabei. Aber wie gesagt, man hat auch durch Experimente dann herausgefunden, es muss Lindenrinde gewesen sein. Und sie war ganz begeistert, als sie dieses Objekt gefunden hat. Das stammt aus dem Ort Belsen, eine sogenannte Omel. Und noch vor 100 Jahren hat man diese Gefäße aus Lindenrinde benutzt, um Kirschen zu sammeln. Also das scheint dann doch eine Tradition zu sein, die an manchen Stellen noch länger überlebt hat. Genau. Also gesagt, da gibt es hoffentlich in baldiger Zukunft weitere Erkenntnisse, was diese Rindengefäße eigentlich alles so geleistet und gekonnt haben. Ja, jetzt kommen wir zu der Abteilung, die auch, man sich fragt, Textilien, was? Hier geht es um Körbe. Und anders als die Körbe, die wir heute kennen, die eben aus Weidengeflecht sind, waren die Körbe der Steinzeit in Spiralwulsttechnik gefertigt. Das kann man sich hier so vorstellen. Ich zeige mal ein neuzeitliches Objekt. Ich glaube, das kommt aus Bali. Und man sieht halt, hier sind verschiedene Spiralen, die umwickelt worden sind. Und so wurde der Korb langsam aufgebaut. Jetzt schauen wir mal unsere Originalfunde an, was man hier sehr schön sehen kann. Ist ein Siebkorb und hier sieht man nochmal die Originalverwendung. Hier außen ist der Korb in dieser Spiralwulsttechnik und hier innen drin sieht man das Sieb. Ja? Also hier wurden Objekte gesiebt, Getreide möglicherweise oder was man sich alles mögliche noch vorstellen kann. Mehl vielleicht von Beiwerk befreit, was auch immer. Ein sehr großer Korb, den wir haben, der fast komplett erhalten ist. Man sieht sehr schön den fast noch erhaltenen Rand, der einmal rumgeht. Es war ein großes, flaches Gefäß, wahrscheinlich von der Flache so wie der. Und man kann sich vorstellen, dass man hier das Getreide geworfelt hat. Das heißt, man hat es hochgeworfen und durch den Wind sind die Spelze weggeweht worden. Und dann habe ich mal ein Objekt von mir zu Hause mitgebracht. Man sieht also, solche Dinge haben wir durchaus heute auch noch bei uns
Zeitlos schön. Zeitlos schön, genau, in Gebrauch. Im weitesten Sinne Korb ist auch dieses Objekt. Was wir im Original bei uns in der Dauerausstellung haben. Und man fragt sich ja, wie haben die Menschen damals ihr ganzes Zeug transportiert? Und auch dort hat man ein Objekt gefunden, woraus man eben hier diese Rekonstruktion gefertigt hat. Das ist eine Rückentrage. Das kann man sich also vorstellen, dass man das Teil hier mit einer Tragehalterung auf den Rücken appliziert hat. Und dort konnte man dann wirklich sein Zeug mittragen. Also ein früher Rucksack, könnte man sagen. Genau. So, dann kommen wir zu der... Ach ja, da haben wir noch was vergessen. Auch eine Frage, Textilien, what? Also das Thema Reusen. Auch das gehört in die Kategorie Textilien für die Archäologen. Hier sehen wir eine Fischreuse, diesmal aus Ludwigshafen-Seehalde, aus Gehölzruten gefertigt. Natürlich nicht komplett, sondern nur ein Teil davon. Auch das zählt hier im weitesten Sinne zu den Textilien. Dort oben gibt es mal eine Rekonstruktion in einer anderen Technik. Und auch hier sieht man eben an diesen Verbindungen der einzelnen Stäbe, warum das als Textilien bezeichnet wird, weil ich auch hier wieder mit Lindenbast oder mit verschiedenen anderen Materialien die Dinge zusammengefügt worden sind. Ja. Also der Fisch schwimmt hier rein und kommt nicht mehr raus. So ist das Prinzip dieser Reusen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was die meisten eben mit Textilien verbinden oder verknüpfen, um im Thema zu bleiben. Kleidungsstücke. Bevor es den Ötzi-Fund gab, war man eigentlich relativ ahnungslos, was die Menschen der Steinzeit anhatten. Kurz nochmal zum Ötzi. Wir wissen, der Ötzi hatte eine Felljacke an. Haben wir hier eine Replik, die, nicht das echte, die aus verschiedenen Ziegenfellstreifen, sogar farblich schön gestaltet war. Und er hatte Leggings an, auch aus Leder. Also Leder und Fell waren natürlich wichtige Arten, wie man Kleidung herstellte, wichtige Materialien. Aber in seinen Schuhen zum Beispiel gab es auch ein Konstrukt, das auf Bast aufbaute. Und er hatte über seinem Fellmantel einen Mantel aus Bast. Ja? Also man kombinierte durchaus auch diese Sachen aus organischem Material, aus Gräsern mit Fell, was natürlich auch organisch ist. So. Gehen wir mal zu den Originalfunden. Dieses Objekt gibt es schon länger und man hatte eigentlich nicht wirklich rausgefunden, lange Zeit, was es eigentlich ist, bis dann wirklich wieder die Textilarchäologen sich das genau anschauten. Und man sieht hier sehr schön diese Art der Bindung, ungefähr so sieht es aus, so eine Zwirnbindung nennt sich das, kann man eben auch hier sehen. Und vielleicht schauen wir da mal auf die Rekonstruktion. Die Untersuchung hat dann gezeigt, dass wir hier den Teil einer Weste haben. Hier ist das Armloch und von der Größe würde das wohl einem Kind passen. Also im Prinzip ähnlich fast so wie der Mantel, also eine Schutzkleidung, die man oben drüber zog. Man kann sich natürlich vorstellen, dass hier Wasser ganz gut abperlt, im Prinzip eine Art Regenmantel, könnte man sagen. Ja? Weitere Funde von Textilien, wo man allerdings nicht genau zuordnen kann, zu welchen das wirklich zu einem Kleidungsstück gehört, sehen wir hier. Da fehlen einfach die Größe, um rauszufinden, was das ursprünglich mal war. Also muss ich auch vorstellen, dass man diese Kleidungsstücke nicht einfach weggeworfen hat, sondern dass man die natürlich erst so lange getragen hat, bis sie kaputt waren. Und deswegen sind die natürlich einfach auch in der Erhaltung in der Siedlung kaum mehr zu finden. Mittlerweile 4 Funde von Schuhen gibt es am Bodensee. Hier haben wir einen davon, vom Strandbad Allensbach. Und man sieht, dass es ein Erwachsenenschuhfuß war. Also wir haben
von der Sandale aus Sipplingen. Dieses Geflecht hier oben hat man nicht. Also es ist einfach die Sohle und in irgendeiner Form wurde das dann am Fuß befestigt. Wo befindet sich die Sandale? Die ist in der Dauerausstellung. Also wir haben jetzt auch noch Objekte in der Dauerausstellung, die wir hier nicht gezeigt haben. Man muss auch sagen, wir haben zum Glück bei uns hier in der Ausstellung nur Objekte, die aus unseren eigenen Beständen sind, beziehungsweise aus dem Fundarchiv in Rastatt, was ja auch zum Archäologischen Landesmuseum gehört. Und wir haben hier so kein Problem mit irgendwelchen Leihverträgen, weil viele sagen, ja, ihr könnt doch die Ausstellung einfach verlängern. Das geht in der Regel nicht, weil man Leihverträge hat, die bestimmte Zeit nur laufen. Und hier kommt ja in demnächst unsere große neue Ausstellung zum Kult der Kelten, die wird hier aufgebaut. Und deswegen können wir an dieser Stelle diese Ausstellung hier nicht verlängern, aber in Bad Buchau wird man die doch nochmal besichtigen können. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren heißen Eisen. Zu diesen Objekten. Hier tobt ein erbitterter Forscherinnenstreit, möchte ich fast sagen, um die Deutung dieser Objekte. Es gibt mittlerweile einige von diesen kegelförmigen Geflechten. Hier mal in der Rekonstruktion, dort zwei Originale und noch eine Rekonstruktion. Und die wurden lange Zeit angesprochen als Hüte. Dann gibt es aber Gegenstimmen, die sagen, ja, Moment mal, das sind aber sehr, sehr kleine Köpfe. Das stimmt, möglicherweise sind es Objekte, die auf Kinderköpfen gesessen haben. Es ist auch möglich, dass die natürlich durch die Verkohlung sich verkleinert haben, also geschrumpft sind. Ich finde allerdings die anderen Interpretationen nicht auch wirklich überzeugend. Also eine Interpretation ist, das sind Häuser für Bienen oder dass man damit Gefäße abgedeckt hat. Falls Sie eine bessere Idee haben, bitte melden Sie sich, wir sammeln das dann. Aber ich muss sagen, die Interpretation als Hut ist auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wir haben die jetzt wahrscheinlich hier auch ein bisschen größer gemacht, dass es halt eben auf normale Köpfe passt. Die Originalfunde sind wirklich ein bisschen kleiner. Also hier ist die Forschung auch noch nicht am Ende ihrer Weisheit angelangt. Sind es Hüte, wie es immer rekonstruiert wird, oder haben da doch Bienen drin gewohnt? Man weiß es nicht. Also Sie sehen, es sind noch längst nicht alle Fragen geklärt zu den steinzeitlichen Textilien. Es ist eine komplizierte Materie, die wirklich sehr viel Expertise bedarf. Deswegen gibt es wirklich eben auch diese Textilarchäologen, die sich nur mit diesen Dingen hier auseinandersetzen. Und auch wenn die Sachen doch sehr unansehnlich aussehen auf den ersten Blick, verbirgt sich doch ganz viel Spannendes zum Leben der Steinzeitmenschen. Und schauen wir mal, was wir in 10 Jahren dann haben, wie es da weitergeht. Auch die Welterbestätten werden ja weiterhin gepflegt, zum Teil weiter ausgegraben und erforscht, dass ich mir vorstellen kann, dass hier noch ganz viele weitere Überraschungen sind. Und vielleicht haben Sie ja die Nachrichten verfolgt letzte Woche, wurde in einer Höhle in Israel ein Korb gefunden, der 10.000 Jahre alt sein soll. Der wurde dort durch die Trocknung sehr gut erhalten. Das ist also die andere Möglichkeit, durch ein sehr trockenes Klima oder eben bei uns hier an den Pfahlborden, durch ein sehr feuchtes Klima. Also, ich hoffe, dass Sie jetzt hier einen kleinen Einblick bekommen haben in diese Ausstellung, die wir ab gleich dann abbauen werden. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, ab Mitte Mai dann im Federseemuseum Bad Buchau und hier bei uns ab dem 23. oder 24. Juli die große Sonderausstellung Kult der Kelten, magisches Land. Vielen Dank. Wir haben noch etwas zum Nachlesen. Ah, natürlich, der Werbeblock. Also, es gibt da gewisse Publikationen, die ich Ihnen da sehr ans Herz legen möchte. Einmal unsere Publikation 4000 Jahre Pfahlbauten. Das war die Publikation anlässlich der großen Landesausstellung. Hier sind sehr viele von den Funden, die wir hier drin haben, abgebildet und die Problematiken auch erklärt. Dann von einer etwas älteren Ausstellung, es gibt es bei uns im Shop aber immer noch zu kaufen, das sogenannte Pfahlbauquartett, wo es insgesamt um die Pfahlbauten in recht kurzer, prägnanter Form geht. Und zu dieser Ausstellung erschienen ist dieser Band verknüpft und zugenäht. Den gibt es für 10 Euro unten bei uns im Shop, wenn wir den wieder aufhaben, zu kaufen. Auch da sind diese ganzen Problematiken nochmal erklärt und erläutert. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen Spaß gemacht. Freue mich dann mit Ihnen
spätestens hier wieder beim Kult der Kelten, vielleicht auch sogar live vor Ort zu sein. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und möchte nochmal meiner Kollegin Steffi heute Danke sagen und auch gratulieren, weil sie hat nämlich heute Geburtstag. Ja, und ich möchte ankündigen, dass wir auch über Ostern nicht untätig sind. Also wenn ihr euch an Ostern langweilt oder euch auch mal etwas tiefergehend mit dem Thema beschäftigen wollt, dann solltet ihr euch mal den Karfreitag vornehmen oder vormerken. Aber wir werden euch das auf jeden Fall auch nochmal via Social Media und so weiter ankündigen. Ja, vielen Dank für euer Interesse, auch trotz dieser ganzen technischen Hindernisse. Schön, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid und viele Grüße vom Bodensee, von uns und bis bald. Tschüss.